I know what they want. I know what they want. Hallo, moin moin und guten Tag. Störe sind die Trendfische in Forellenseen. Aber wie verwertet man die Fische? Wie nimmt man sie eigentlich aus? Störe gehören nämlich zu den Knorpelganoiden. Das heißt, sie haben ein Rückgrat, aber sie haben keine normalen Gräten. Aus diesem Grunde sind im Bauchraum die Därme, die Schwimmblase und die Häute fest miteinander verwachsen. Das Ausnehmen ist wirklich langwierig und sehr, sehr mühselig. Das Filetieren geht dagegen ruckzuck. Andreas Kleinhaus vom Angelparadies Zwillbrock wird mir deswegen heute zeigen, wie man das macht. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es geht wirklich schnell und es ist wirklich auch für Anfänger geeignet. Dicke Fische, bis bald. Ja, so, jetzt sind wir beim Schlachten von den Stören. Störe werden in der Regel filetiert, weil es einfach wesentlich einfacher ist, die Filets von den Fischen zu schneiden, wie die Dinger auszunehmen, davon in sehr talghaltige Häute und Schwimmblasenreste immer an den Mittelgräten hängen bleiben. Dauert das Ausnehmen von den Fischen unwahrscheinlich lange und man kann eigentlich mit dem ganzen Fisch ja auch relativ wenig zu Hause machen, da die Fische ja auch in der Regel relativ groß sind. Und dann ist so ein Filet einfach deutlich besser zu verarbeiten. Wir setzen hier hinter der Flosse an, schneiden einmal runter bis zur Mittelgräte, setzen das Messer um, führen es ganz leicht über die Mittelgräte zurück, bis ungefähr wir hinter dem Darmbereich sind. Dann stoßen wir mit dem Messer einmal durch, ziehen über der Mittelgräte entlang, bis hinten hin, drehen den Fisch zur Seite, schneiden einmal hier runter und schon haben wir unser Filet. Ja, und dieses hier sind die Häute, die ich gemeint habe, die sind unwahrscheinlich stark verwachsen an der Mittelgräte. Das kann man ganz schlecht entfernen. Schneiden jetzt von dieser Seite auf die gleiche Art und Weise, auch an der Mittelgräte entlang. Wichtig sind natürlich scharfe Messer. Und das ist der Rest von dem ganzen Fisch, der überbleibt. Somit kein Verlust und man kann alles verwerten. So, jetzt schneiden wir die Filets noch eben sauber. Zuerst entfernen wir mit dem scharfen Messer das Fett. Schneiden dann noch einmal die Knorpelschicht mit einem scharfen Messer ab. Und schon sind wir mit unserem Filet fertig. Gleich auf der anderen Seite. Da an den meisten Angelzeichen Schlachträume zur Verfügung stehen, sollte man diese auch nutzen und die Sauerei nicht zu Hause haben. Ha. Ha. I know what they want, I know what they want. Ha. Ha. Hinter den Brustflossen ansetzen, bis zur Mittelgräte. Der Fisch hat keine Gräten, der Fisch ist ein Knorpelfisch.
und man kann jetzt alles, was hier liegt, essen. Ha. Ha. I know what it won't, I know what it won't. Huh.